In Mainz startete am Montag die erste Bischofsvollversammlung im Jahr 2020 und zugleich die letzte für Kardinal Reinhard Marx als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Am Abend hielt er seine letzte Predigt als Vorsitzender. Thema: Kirche im Aufbruch. Es muss genommen werden aus den tiefen Quellen des Glaubens, aus dem Evangelium. Die Zeichen der Zeit zu lesen im Licht des Evangeliums bedeutet lernen, was Kirche im Aufbruch ist, manches hinter uns lassen, was Vergangenheit ist, was Irrtum war, was Schale war und nicht Kern, was nicht zukunftsfähig ist, und neu zu lernen in einer neuen Epoche, was wirklich vom Evangelium her geboten ist. Diese neue Epoche wird zukünftig vom Limburger Bischof Dr. Georg Betzing begleitet. Am Dienstagvormittag wählten ihn die 69 Bischöfe zu Kardinal Marx Nachfolger. Bischof Gebhard Fürst zur neuen Wahl. Er ist einer der Jüngeren und wird in diesem Zusammenhang auch natürlich neue Akzente setzen. Ein Akzent wird sicher bleiben, dass der synodale Weg in einer guten Weise weitergehen wird. Da ist er sehr entschlossen dazu. In der anschließenden Pressekonferenz betonte Bischof Betzing, dass er ganz und gar für den synodalen Weg einstehe. Ich bin sehr überzeugt davon, dass das eine Art und Weise des Einübens von einem neuen Miteinander von Laien und Bischöfen in der deutschen Kirche ist. Noch bis zum 5. März tagen die Bischöfe in Mainz.